Systemisch an die Problematik herangehen. Und dazu brauchen wir eine wirksamere Entwicklungszusammenarbeit. Wir brauchen aber auch mehr Entwicklungszusammenarbeit. Es ist schon zynisch, dass wir bis heute das 0,7%-Ziel nicht erreicht haben, wir die Reichen auf dieser Welt. Und von daher ist es so wichtig, dass wir uns engagieren. Wir setzen auch auf die Frauen, insbesondere in Afrika. Sie tragen zu 80% zur Versorgung der Bevölkerung bei. Aber sie haben nicht die Landtitel. Sie haben nicht die gleichen Ressourcen wie Männer. Die Welternährungsorganisation hat festgestellt, dass jährlich 150 Millionen Menschen weniger hungern würden, wenn Frauen den gleichen Zugang zu Ressourcen hätten wie Männer. Und die UNESCO und auch UNICEF haben festgestellt, dass wenn Mädchen nur ein Jahr länger zur Schule gehen würden, sie später Kinder kriegen, sie sich gegen Mädchenverheiratung und Zwangsheirat ganz gut schützen können. Und sie wissen, dass ihre Kinder gesund sein müssen. Sie schicken sie zum Impfen und sie nutzen gegen Malaria geschützte Moskitonetze. Ich denke, hier ist Investition gefordert. Menschliche Investition, aber auch finanzielle Investition. Und Entwicklungszusammenarbeit muss einen Plan haben. Den Plan nämlich haben, dass wir alle dort leben können, wo wir leben wollen. Niemand verlässt seine Heimat freiwillig. Alle haben ihre Gründe. Sie mögen schrecklicher, aber manchmal wie bei Liebe auch schön sein. Ich denke, wir müssen dazu beitragen, dass wir Solidarität beweisen auf diesem Planeten Erde. Aus dem All ist der Planet Erde so klein. Er ist eine kleine blaue Murmel. Wir können ihn aber nur bewahren, wenn wir alle mitmachen. Und deswegen ist eine nachhaltige Entwicklung so wahnsinnig wichtig. Nachhaltige Entwicklung heißt, wir müssen so leben und mit unseren Ressourcen so umgehen, dass auch die nächsten Generationen noch etwas davon haben. Und das schließt nicht nur Europa oder Amerika, nicht nur die Industrieländer, nein, auch alle Entwicklungsländer. Und von daher sage ich, wir müssen gegen die Hoffnungslosigkeit einer Entwicklung auf etlichen Kontinenten gegen angehen. Auch die Hoffnungslosigkeit, die vielleicht Menschen spüren, die wissen, dass irgendwann mal ihr Land aufgrund des Klimawandels nicht mehr existiert. Und alle werden sich aufmachen, wenn wir nicht rechtzeitig dazu beitragen, dass die Lebensverhältnisse, die Arbeitsbedingungen sich ändern. Und da wir gerade über Konsum- und Produktionsmuster auch sehr viel verändern können, möchte ich noch einmal unterstreichen, wie wichtig das ist, zu wissen, dass unsere Produkte in Wertschöpfungsketten nicht immer menschenwürdig hergestellt werden und dass nicht immer die ILO-Kernarbeitsnormen und die Menschenrechte beachtet werden, weder bei Produktion noch bei Handel. Und damit sind dann die Frauen, die dann glücklicherweise einen Arbeitsplatz gefunden haben, doppelt wieder gebeutelt. Ich sage, wir müssen uns solidarisieren und Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Tragen wir alle dazu bei. Das Tanzballett Grazia mit der Ballettmeisterin und Choreografin Emilia Klein. Und zwar handelt es sich um eine Tanzgruppe, ein Projekt des Internationalen Bundes, einer Wohlfahrtsorganisation, die sich der Bildung, aber dem Brückenbauen, der Integration verschrieben hat. Und dieses Projekt in Bergedorf hat ganz Hunderte schon von Schülern und Schülerinnen integriert. Und insofern freue ich mich mit Ihnen jetzt auf das Tanzballett von Grazia Flucht. Applaus
Um Best Practice zu sagen, ja, genau da vor Ort tut sich was. Genau. Also das ist die Kraft der Frauen selber. Mhm. Also es kommt darauf an, dass die Frauengruppen, die, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die also in sich selbst gut organisiert sind. Mhm. Und was eben das Interessante bei solchen Sachen ist, dass die Frauen dann nicht nur über das Projekt reden und also auf das, darauf hoffen, dass sie sozusagen beruflich aktiv werden können und Einkommen schaffen können, sondern es werden dabei auch Probleme wie Gewalt gegen Frauen besprochen, es werden Hygiene- und Gesundheitsfragen besprochen und es entsteht so etwas Ähnliches wie so eine kleine Demokratie, weil sie wählen immer eine Sekretärin und eine Präsidentin, das können wir eigentlich fast überall feststellen, auch in Afrika. Und die Projekte, die wir machen, sind ja in der Regel sehr klein. In Ghana haben wir zum Beispiel jetzt das zweite Bienenprojekt. Und die Frauen freuen sich, dass sie eben Honig produzieren, weil der Honig für sie nicht nur ein Süßstoff in Anführungsstrichen ist, sondern sie nutzen ihn auch zur Heilung. Und so gibt es immer wieder ganz kleine Ansätze. Und wir hoffen eben, dass wir insbesondere auch in diesem Jahr, wie im vorigen Jahr, sehr viel zur Ernährungssicherheit beitragen können, dadurch, dass die Frauen eben nicht nur Maniok und stärkehaltige Produkte anbauen, sondern eben auch Gemüse. Armut ist schmerzhaft, Armut ist schrecklich, Armut ist nicht schön, Armut ist nicht immer sichtbar, Armut macht krank, Armut heißt Krebs, Armut heißt Seuche, Armut ist tödlich, Armut macht depressiv. Armut ist ein Verbrechen. Armut heißt Kontrolle verlieren. Armut ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Armut ist eine menschliche Untat. Wenn Kinderarbeit zu einer Existenzfrage wird, wenn Eltern ihre Kinder verkaufen für ihr Überleben, für das Verbrechen, arm zu sein. Armut ist ein Verbrechen. Wenn Menschen Affen werden, wenn Menschen für ihre Arbeit Peanuts verdienen, Peanuts, um zu überleben, warum schaffen wir Armut? Menschen verarmen Menschen. Warum folgen arme Menschen Menschen, die sie verarmen? Das letzte Gedicht ist von Warsan Shire aus Somalia und trägt den Titel Heimat. Niemand verlässt seine Heimat.
Es sei denn, die Heimat ist ein Haifischmaul. Du rennst nur zur Grenze, wenn alle rennen wie du. Deine Nachbarn rennen schneller als du, blutiger Atem in ihren Kehlen. Der Junge, mit dem du in der Schule warst, der dich verrückt machte mit seinen Küssen hinter der alten Zinnfabrik, er hält ein Gewehr, das größer ist als er selbst. Du verlässt deine Heimat, wenn deine Heimat dir nicht erlaubt zu bleiben. Niemand verlässt seine Heimat, es sei denn, die Heimat jagt dich. Feuer unter den Füßen, heißes Blut in deinem Bauch. Es ist nichts, was du jemals für möglich gehalten hast, bis das Messer Narben in deinen Nacken gebrannt hat. Selbst wenn du den Gesang unter deinem Atem getragen hast und du deinen Pass zerrissen hast in Flughafentoiletten, schluchzend, als die Menge von Papierschnitzeln dir klarmacht, dass du nicht zurückgehen kannst. Du musst verstehen, dass niemand seine Kinder in ein Boot bringt, wenn Wasser nicht sicherer ist als Land. Niemand verbrennt seine Handflächen unter Zügen, unter Wagen. Niemand verbringt Tage und Nächte im Bauch eines Lastwagens, sich ernährend von Zeitungspapier, bis die zurückgelegten Meilen mehr meinen als eine Reise. Niemand schlüpft unter Zäune. Niemand möchte erbarmungswürdig geschlagen werden. Niemand sucht sich Flüchtlingslager aus. Niemand gibt die Suche auf, wenn dein Körper schmerzend zurückgelassen wird. Niemand wählt ein Gefängnis, es sei denn, das Gefängnis ist sicherer als eine Stadt im Feuer. Und ein Gefängniswächter in der Nacht ist besser als eine Wagenladung von Männern, die aussehen wie dein Vater. Niemand kann das ertragen, keine Haut kann zäh genug sein. Die heimkehrenden schwarzen Flüchtlinge, schmutzige Einwanderer, Asylsuchende saugen unser Land aus. Neger mit ihren ausgestreckten Händen, sie riechen fremd, wild, sie haben ihr Land kaputt gemacht und nun wollen sie unser Land kaputt machen. Wie können die Worte wie die schmutzigen Blicke unsere Rücken beschmutzen? Vielleicht ist es, weil die Schläge sanfter sind als ein zerrissener Körperteil. Oder die Worte sind sanfter als 14 Männer zwischen deinen Beinen. Oder die Beleidigungen sind einfacher herunterzuschlucken als Steine, als Knochen, als der Körper deines Kindes, zerrissen in Stücke. Ich möchte nach Hause in meine Heimat, aber die Heimat ist ein Haifischmaul. Heimat ist die Herrschaft der Gewehre. Und niemand würde die Heimat verlassen, es sei denn, die Heimat jagt dich an die Küste, es sei denn, jemand sagt dir, nimm deine Beine in die Hand, lass deine Kleidung zurück, wandere durch die Wüste, warte durch die Ozeane, rette dich, vergiss deinen Hunger, bettle, vergiss deinen Stolz, dein Überleben ist wichtiger. Niemand verlässt seine Heimat. Es sei denn, Heimat bedeutet eine verschwitzte Stimme in deinem Ohr. Sie sagt, geh fort, renne weg von mir. Ich weiß nicht, was aus mir geworden ist. Aber ich weiß, dass es irgendwo besser ist als Hier. Ja. 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 Ja.
Freunde und Freundinnen. Wir sind am Ende dieser Veranstaltung angekommen, aber nicht am Ende unseres Engagements. Und da wir uns heute dann mit den Beiträgen unterschiedlichster Art darauf verständigt haben, dass niemand zurückgelassen werden darf, das ist übrigens auch die Botschaft von der neuen Weltagenda für alle Staaten dieser Welt, die damit zusammengebunden sind und sich alle als Entwicklungsländer betrachten müssen, sowohl die Länder im globalen Süden wie im globalen Norden, gilt es also jetzt, den Weg weiterzugehen. Und wir freuen uns, dass wir dieses Engagement hier heute auf der Bühne gesehen haben. Und wir sind allen dankbar. Isabella für den wunderbaren Vortrag der Gedichte. Lebo, wunderbar. Also, und danke für die Diskussion und allen ganz, ganz herzlichen Dank auch dafür, dass du diese Rede heute gehalten hast und mit uns diskutiert hast. Und wir zählen alle auch auf dein politisches Engagement für die Beseitigung der Kulturlachen. Das ist absolut wichtig. Und ich möchte nochmal auch gerne der Choreografin und Ballettmeisterin Emilia Klein recht herzlich danken. Das war einfach wunderbar. Das war das richtige Signal gegen Hoffnungslosigkeit. Wir brauchen den Widerstand, wir stehen dagegen auf, weil wir wollen, dass alle Menschen dort leben können, wo sie leben wollen. In Würde und in angemessenen Lebensbedingungen. Damit wir das auch tun können, werden wir Sie jetzt zum Schluss auch noch auffordern, ein bisschen zu spenden. Das müssen wir beim Ausgang tun, wir gehen jetzt alle nach vorne, damit Sie uns dann nicht nur von dieser Richtung sehen, sondern nachher auch von der anderen. Ich hoffe, Sie gehen nicht nur an uns vorbei.